Vor 2 Stunden wurde eine junge Frau von Unbekannten in einem Park angegriffen. Jetzt liegt sie nicht vernehmungsfähig im Krankenhaus. Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg und Kriminalhauptkommissar Hans Frendenberger befragen die Mutter des Opfers. Hat sie irgendeinen Freund, einen Ex-Freund, der ihr was Böses möchte? Nee, also da sind eigentlich keine Probleme. Also nicht, dass sie ja, mit mir darüber geredet hat. Ne? Also ganz ehrlich, da wurde mit Sicherheit auch Alkohol getrunken. Ne? Also eine Blutentnahme wurde durchgeführt, wir werden das auch mal überprüfen. Ja. Alkohol wird im Spiel gewesen sein, ja? Also wenn wir überhaupt nicht jetzt, wenn wir gar nicht dahinter kommen, wer das gewesen ist, dann kann es sein, dass jemand zu viel Alkohol getrunken hat, hat sich mit ihrer Tochter gestritten, ist ausgerastet. Aber da werden wir hinterkommen, denn die waren ja nicht alleine. Die Tochter der Frau war am helllichten Tag attackiert und zusammengeschlagen worden. Leider kann die Mutter des Opfers keine verwertbaren Hinweise liefern. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, rufen Sie uns an, okay? Ja. Ich melde mich auf jeden Fall. Ich danke Ihnen erstmal. Sehr gerne. Ja. Okay. Grünberger, okay. Mein Name. Erstmal danke, ja. Frau Wilkens, gehen Sie schon mal runter. Ja, ist alles gut. Wir haben mal zu. Hi, Bruder. Ich nehme das. Faller, der ist. Kommen Sie mal. Wer sind Sie denn? Ja, das stimmt. Haben Sie gerade hier wegen meinem Sohn, Kai Falder, der musste hier sein. Mich erreicht er am Telefon nicht. Kai Falder, wer sind Sie denn? Falder. Mein Name ist Manuela Grünberg. Manuela Falder ist mein Name. Ich erreiche meinen Sohn nicht, der muss bei Ihnen sein. Der kommt bei uns? Bei Ihnen. Was meinst du? Ich hab nicht. Eine Freundin, die hat mich informiert. Der Kollege, eine Freundin, wüsste das. Die hat mich angerufen und hat gesagt, es gibt ein Phantombild im sozialen Netzwerk. Genau, und da ist nämlich bei uns ein Phantombild. Moment, das wurde von der Polizei. In diesem Fall. Ja, die Dame erzählte von einem Phantombild, wonach ihr Sohn dort abgebildet ist. Der soll wohl ein Mädchen zusammengeschlagen haben. Ja, also da ging mir schon so ein Licht auf, dass tatsächlich ein Zusammenhang besteht. Phantombild war sehr merkwürdig, weil wir eigentlich die Ermittlungen übernommen haben und wir hätten eigentlich dieses Phantombild kreieren lassen müssen und das haben wir nicht. Das ist er. Die Polizei Duisburg bittet um ihre Mithilfe. Dieser Mann wird dringend gesucht. Er soll zusammen mit einem anderen Mann am frühen Morgen gegen 6:28 Uhr in der Nähe der Rheinanlagen eine junge Frau brutal zusammengeschlagen. Ja, die Polizei Duisburg bittet um Mithilfe. Ja, ganz ehrlich, das ist gefaked. Ich meine, das hätten wir ja machen müssen. Ja, die einzige Person, die uns bekannt ist, ist nun mal die Mutter des Menschen, der auf dem Phantombild abgebildet ist. Sie hat ihn eindeutig als ihren Sohn identifiziert. Und sie ist als Mutter davon ausgegangen, dass ihr Sohn so etwas niemals tun würde. Er hat so etwas nie getan und würde es auch nicht tun. Wir nehmen das zunächst mal als Aussage hin, ohne das zu bewerten. Denn das können wir erst bewerten, wenn wir mit dem Sohn gesprochen haben. Ist Ihr Sohn schon mal polizeilich in Erscheinung getreten? Nein, noch nie. Das wissen Sie. Das weiß ich, hundertprozentig. Mhm. Der hat mit Drogen, mit Schlägereien überhaupt nichts zu tun. Überhaupt. Check doch mal bitte. Ja, genau. Ja, Kai Falder. Kai Falder. Die Beamten lassen den gefälschten Internetbeitrag löschen. Nichts deutet auf eine Täterschaft des unbescholtenen Mannes hin. Um den Vorwurf gegen ihn auszuräumen, soll er befragt werden. Du hast die Telefonnummer drüben. Ich check nochmal gerade die Arbeitsstätte. Ja, genau. Der muss da sein, oder? Also ja, normal müsste auf der Arbeit sein. Aber wie gesagt, ja. Ich erreiche nicht. Hm. Gab es bei dem irgendwelche Auffälligkeiten in der Vergangenheit, dass der sich eigenartig verhält? Ist der Arbeitsplatz geregelt? Alles sicher? Alles ist geregelt, das soziale Netzwerk ist geregelt, er hat tolle Freunde, das Familien, unsere Familie, es ist intakt, es ist alles okay. Also wirklich ganz liebevoll alles. Ja, okay. Er ist ein ganz, ganz lieber und er würde so etwas nicht machen. Schon eigenartig, dass da heute Morgen so eine Straftat begangen wurde und Ihr Sohn ist jetzt plötzlich nicht aufzufinden. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass mein Sohn das macht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Muss ja jemand einen Grund haben, dass das Phantombild da eingesetzt hat. Mein Sohn wird sowas nicht machen. Hundertprozentig nicht. Also Arbeitsstätte sagt, Ihr Sohn hat sich heute Morgen krank gemeldet. Ach, Gottes Willen. Telefonnummer von ihm, da geht keiner dran. Ja. Ja, das ist das Problem. Und ich habe jetzt auch noch mal geguckt in dem sozialen Netzwerk, da gibt es tatsächlich offensichtlich Zeugen, weil da schreibt auch ein Kioskbesitzer. Das kann nicht sein, mein Sohn macht so. Moment. Ja, da schreibt auch ein Kioskbesitzer, dass er da was gesehen hat, beziehungsweise Uhrzeit etc. Er konkretisiert sich. Also ich meine, das nimmt ja jetzt auch zu, dass da mehr geschrieben wird. Ich schwör's Ihnen wirklich, mein Sohn würde vor keiner Fliege was zuleide tun. Bitte. Ich wünsche Ihnen, dass das so ist, aber im Moment müssen wir der Sache erstmal weiter auf den Grund gehen. Im Moment spricht einiges dagegen. Das kann sein, dass jemand dem Kai hier, also demjenigen, der abgebildet ist, eins auswischen will. Der hat vielleicht noch eine Rechnung mit dem offen gehabt.
Es kann auch sein, dass das ein Zeuge ist, der anonym einfach mitteilen wollte, was er da beobachtet hat. Es kann durchaus sein, dass da ein hoher Wahrheitsgehalt dran ist. Nur das können wir jetzt alles nur vermuten, aber da werden wir sicherlich hinterkommen. Gibt es irgendjemanden, mit dem er Kontakt hat, was seltsam ist, was fragwürdig ist? Nein, er hatte eine Freundin bis vor einem halben Jahr gehabt. Bis vor einem halben Jahr? Und die hat auch, die kam damit nicht zurecht. Die hat mir dann auch immer SMS geschrieben und ich kann Ihnen die SMS auch zeigen. Haben Sie noch Kontakt zu ihr? Ja, sie ruft mich permanent an. Wann das letzte Mal? Vor zwei Wochen ungefähr. Vor zwei Wochen? Warum ruft die Sie denn noch immer an? Sie will immer noch den Kontakt zu meinem Sohn haben. Aber mein Sohn möchte den Kontakt nicht. Okay. Ich kann Ihnen die SMS zeigen, die letzten, die gibt es. Haben Sie noch gespeichert? Ja, ich habe die noch gespeichert. Ich bin jemand, der nie, ich weiß gar nicht, wie das richtig funktioniert hier mit dem Löschen. Einen Moment, ich zeichne dir da. Hier können wir uns treffen. Ich zeige es Ihnen. Das sind die letzten SMS. Können Sie uns treffen? Ich erreiche keinen nicht. Der geht nicht dran und schreibt einfach nicht zurück. Ist er zu Hause? Kannst du mal mit ihm reden? Dann haben Sie geschrieben, liebe Lisa, es ist fast 11. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und möchte gleich schlafen. Vielleicht gibst du Kai etwas Zeit. Um den Verdächtigen aufzusuchen und befragen zu können, haben wir jetzt nur einen Anhaltspunkt. Und das ist die Wohnung seiner ehemaligen Freundin. Wir hoffen, dass wir ihn da antreffen oder zumindest, dass die Freundin uns weitere Auskünfte geben kann. Deshalb fahren wir jetzt zu ihrer Anschrift. So, Lisa Petri, ne? Albrechtstraße 12. Albrechtstraße 12. Genau. Vielen Dank. Grünberg, vergessen meinen Namen nicht. Ja, gerne. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Die Befragung der Ex-Freundin dient der Suche nach dem jungen Mann, aber auch der Klärung des Falls der attackierten Frau. Lara Grünberg und Hans Frendenberger vermuten, dass der gefälschte Steckbrief ein Ablenkungsmanöver des wahren Täters ist. Was machen die denn da? Der randaliert da. Tatsächlich ist die 12. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Hey! Hallo! Hallo! Aufhören! Lisa! Hallo! Was? Bleiben Sie mal ganz ruhig. Die Polizei. Hallo. Hier, wir sind von der Polizei. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Kripo. Ja, was wollen wir hier? Jetzt aber aufhören. Jetzt mal ganz ruhig, das? Damit wir Sie verstehen. Sagen Sie uns, was Sie wollen. Welche Lisa? Lisa, fragen Sie mich nicht im Nachnamen richtig. Die hier heißt, wohnt. Aber, genau, die wohnt hier. Die, wohnt zwar, die wurde von einem Typ zusammengeschlagen. Ja, wir haben den Hilferuf im Internet gesehen. Mit dem Phantombild. Die beiden Randalierer hatten den gefälschten Steckbrief gelesen und wollten sich an dem vermeintlichen Täter rächen. Dessen angebliche Adresse hatten andere Internetnutzer online verbreitet. Die Adresse seiner Ex-Freundin, bei der er gar nicht mehr lebt. Oh, da ist was los. Da ist was los. Rufst du Verstärkung? Hallo, ganz herzlich willkommen. Egon von 3216. Dringend Verstärkung, Albrechtstraße 12, Duisburg, Dachgeschosswohnung. Tür unten ist auf oder Nachbarn klingelt. Ganz dringend, bitte. Was ist denn los? Die Beamten nehmen zwei Männer fest, die die Bewohnerin, ihren Mitbewohner und einen Gast einschüchtern wollten. Eine der aggressiven Personen hat sich durch ihre Drohungen verraten. Wer sind Sie? In welchem Zusammenhang stehen Sie zu dieser Wohnung hier? Ich stehe in überhaupt keinen Zusammenhang zu irgendjemandem hier. Warum sind Sie hier in der Wohnung? Meine Fresse, ey. Wir haben da so ein Mädel gehabt, da sind wir hinterher gewesen. Die hat uns halt abblitzen lassen, da sind wir ein bisschen ausgetickt. Ja, und? Nichts Weltbewegendes. Wer ist wir? Ja, in Portemonnaie, klar. In Portemonnaie. Mein Name ist Robin Schäfer. Okay, das überprüfen wir gleich. Haben Sie den Personalausweis dabei? Habe ich. Bei den Männern handelt es sich also um die Täter im Fall der angegriffenen Frau. Sie fürchteten, bei dem vermeintlich steckbrieflich Gesuchten würde es sich um einen Zeugen ihrer Tat handeln. Sie wollten ihn zum Schweigen bringen. Wer sind Sie? Lisa Petri. Okay, Lisa Petri. Lisa Petri. Ah, wir wollten Sie auch aufsuchen, ja? Und das ist Ihre Wohnung hier, genau, ja? Genau, ich wohne mit Max hier zusammen. Okay, und wer sind Sie? Ich bin der Kai. Ach, der Herr Kai. Ja, dann, Sie werden schon irgendwie vermisst, oder? Sagen Sie Ihren Nachnamen bitte noch. Feiler. Oh, ja, genau der. Waren Sie heute nicht bei der Arbeit? Heute Morgen? Nee, ich habe heute Morgen frei gemacht. Ich bin zum See gegangen, ein bisschen entspannt. Aber das sehe ich anders. Oder ich weiß, dass es anders war. Ihre Mutter macht sich größte Sorgen. Die ist auf der Suche nach Ihnen und weiß nicht, wie sie finden soll. Sie gehen nicht ans Handy. Auf der Arbeit konnte sie auch nicht erreichen. Ja, wie gesagt, ich wollte abschalten. Ich habe Handy ausgemacht. Okay, um was geht's? Heute ist doch was passiert.
Sagen Sie mal. Was sagen Sie mal was dazu. Ich wüsste. Also, auf jetzt. Warum ich hier ganz bin? Ganz ehrlich, das ist ja hier ein Tohuwabohu. Jetzt Butter bei die Fische. Ja, ich war heute Morgen, wie gesagt, am See. Dann komme ich nach Hause, gehe an meinen Computer, gehe an meinen Laptop. Warte mal ganz kurz. Ach, das ist doch was machen Sie denn hier? Die Mutter. Ist mein Sohn hier? Ja. Ja, der ist da, aber... Wo ist mein Sohn? Ja. Kann ich meinen Sohn sehen? Komm, lass ihn mal ganz kurz... Wie sind Sie denn jetzt hierher gekommen? Lass ihn mal ganz kurz sehen. Ich bin mit der Bahn gekommen. Ja, aber Sie wissen schon, dass es hier gefährlich sein kann. Er ist unversehrt, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Hallo, wie geht's dir? Ich kann nicht so sorgen, weil ich fahre doch nur beim So, aber trotzdem, wir haben immer noch nicht geklärt, um was es hier geht. Aber bitte, Sie dürfen da sitzen, aber wir wollen sprechen. Ja, danach bin ich nach Hause gegangen, bin an den Computer gegangen und hab dieses Bild von mir auf einmal gesehen, dass ich da irgendwen zusammengeschlagen hab oder ich weiß gar nicht mehr, was da genau stand. Auf jeden Fall sehe ich nur mein Bild. Ja, ein Phantombild, ja? Ja, genau. So, ich weiß nicht, müssen Sie am besten wissen. Sie haben die Fahndung da rausgegeben. Nein, die ist nicht von der Polizei, eindeutig. Okay, ja, auf jeden Fall, weiß ich nicht. Deswegen bin ich hier und wollte die Lisa danach fragen, In welchem Verhältnis stehen Sie zueinander? Ja, das ist meine Ex-Freundin. Ich habe vor einem halben Jahr Schluss gemacht, aber sie lässt uns nicht in Ruhe. Meine Mutter auch nicht. Mhm. Ja, schreibt täglich SMS und ruft an. Der Verdacht gegen die Ex-Freundin erhärtet sich. Die Kriminalisten finden auf ihrem Computer nach wenigen Klicks eine Datei mit dem gefälschten Polizeigesuch und dem falschen Phantombild. Das ist nicht von mir. Das ist genau das Phantombild. Petri, ganz ehrlich, das geht nicht. Sie haben es angelogen. Nein, doch. Ich habe das noch nie also gesehen. Das ist ihr PC. Ich habe das noch nie gesehen. Hat denn da jemand Zugriff drauf? Ja, Max, mein Mitbewohner. Kennt ihr das Kennwort? Ja, da ist er keins. Die Ermittler vermuten, dass der Mitbewohner für den gefälschten Internetbeitrag verantwortlich ist und appellieren an sein Gewissen. Ja, also halt, ich stehe auf sie und auf wen? Auf die Lisa. Ja, auf die Lisa stehe ich halt und ich weiß, dass sie halt noch ganz starke Gefühle für den Kai hat und ich wollte ihm halt einen auswischen. Dann war ich halt joggen und dann habe ich halt diesen Vorfall gesehen, wo diese Männer das Mädchen da verprügelt haben. Im ersten Moment habe ich natürlich halt die Polizei angerufen, als ich das gesehen habe, weil ich, keine Ahnung, die tat mir halt leid. Ich habe da erstmal Angst gehabt hinzugehen. Ja, und dann... keine Ahnung, habe ich mir halt was ausgedacht, dachte ich, dann wollte ich ihm halt einen auswischen. Und dann habe ich halt so gesagt, dass er das war. Du hast was? Ja, keine Ahnung, so. Du weißt, schon, dass ich beschuldigt werde und sagst die ganze Zeit einfach gar nichts. Ich stehe schon länger auf dich. So klar, ich habe dir das nicht gesagt, aber so, ich finde dich toll und wir wurschen jetzt so lange zusammen. Das ist ja auch alles in Ordnung. Nur was sie da jetzt angerichtet haben und ihn in dieser Form beschuldigen, das Ding geht durch das ganze Internet. Und die Ersten haben uns schon draußen angesprochen. Die wollen ihn schon hier rausholen. Ja? Ich habe da auch noch mal eine Frage. Aber sie haben nichts mit der Schlägerei zu tun, mit den Schlägern. Nein, ich habe das auch von Weitem gesehen. Deswegen habe ich die Polizei sofort angerufen. Weil ich im ersten Moment hatte ich halt Angst auch um dieses Mädchen. Ich wollte sofort die Polizei rufen und danach, als sie halt weg waren, dann habe ich mir also eine Geschichte ausgedacht. Ich war heute sehr überrascht, dass der Sachverhalt letztendlich so schnell geklärt werden konnte. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, denn als wir zu der Wohnung fuhren, fuhren wir ja mit der Hoffnung dorthin, dass wir jemanden antreffen, der uns irgendwie Licht ins Dunkel bringen kann. Das ist uns ja gelungen. Wir hatten ja quasi ein Nest von Verdächtigen und letztendlich Beschuldigten. Ja, und das hat zur Aufklärung geführt. Ich bin richtig froh, dass das so schnell über die Bühne gegangen ist. Vielleicht möchten Sie die Gelegenheit nutzen und noch einen Satz zu ihm sagen. Ja, dass es mir leid tut. Also, war vielleicht nicht richtig von mir. Ja, ist das denn schon aus dem Internet raus? Das wird schwierig. Das kriegen wir so nicht raus. Wir kriegen das einmal vielleicht raus, aber das ist ja wahrscheinlich schon versendet worden. Ne? Aber wir werden es noch überprüfen. Max, jetzt. Was hast du dir dabei gedacht? Und wenn Sie irgendwelche Nachteile dadurch noch haben, zivilrechtlicher Art, können Sie die gegen ihn geltend machen. Der geständige Mitbewohner wird wegen falscher Verdächtigung, Amtsanmaßung und Strafvereitelung angezeigt. Die beiden Schläger werden wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung verurteilt. Ihr Opfer wird wieder völlig gesund.